eine Seele und sie sprechen damit auch die Leute an. Und das ist meiner Meinung nach mitentscheidend, um den Leuten klarzumachen, dass der Teddy, ja, auch wenn er nur ein totes Utensil ist, aber doch ein Leben darstellt. Das ist richtig. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das auch immer weitermache. Wir brauchen sowas in unserer Zeit. Wir brauchen einfach Dinge, die unsere Zuneigung bekommen und erfahren und die uns auch ins Gespräch bringen miteinander. Das ist eigentlich das, was der ganzen Sache so das i-Tüpfelchen aufsetzt, für mich. Ja, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn meine Frau und ich uns mal streiten, naja, dann kommt einer meiner 320 oder 350 Teddys und wird sich dann für mich einsetzen und wird dann das wieder gerade biegen. Also der Teddy ist praktisch der Mittler. Und man kann ihn, genau, der Mittler, man muss gar nicht selber sprechen. Man kann da wunderbar den neben den Frühstückstisch oder auf den Frühstückstisch neben den Teller setzen und eine kleine Blume rein und Schatzi weiß, es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt gebe ich mal ganz ehrlich zu, er sammelt ja auch Teddys und hat sie zwar nicht in der großen Menge, aber ab und zu hat bei ihm, wenn ich bei ihm zu Besuch war und geschnitten habe, so ein Teddy auch schon mal dazwischen gequatscht. Also, das haben wir alle. Ja, und das finde ich das Sympathische. Und das ist auch der Grund, weshalb ich auch immer wieder denn mir ein Herz fasse und sage, gut, ich stelle mich jetzt wieder hier 8 oder 10 Stunden hin. Und man hat ja auch andere Sachen zu tun, so ist ja nicht. Aber es ist doch immer wieder der Grund, weil es macht Freude, es macht Spaß. Und ich staune und lerne, es werden doch immer mehr Liebhaber. Das freut mich. Die sind dann in der Regel verborgen. Aber hier offenbaren sich, hier werden wieder ganz Menschen und verraten ihre kleinen Geheimnisse. Bedanke mich recht herzlich. Bitte sehr.